So, meine Freunde, dann sage ich mal willkommen zu einem neuen Projekt und zwar der Hunter. Ich weiß jetzt gerade nicht so genau, wie es heißt, aber auf jeden Fall zu der Hunter. Und das Spiel kam letzte Woche raus. Und ganz wichtig zu sagen, es ist kein Free-to-Play-Spiel, sondern es kostet 30 Euro. Wir haben also kein direktes Cash-System drin wie bei der Hunter. Also Flinten oder sowas muss man hier nicht für echt Geld kaufen, sondern kann man sich eben hier in. Okay, ich fange anders an, ich zeige euch die Karte. Also die Karte ist ziemlich groß und man startet halt hier unten irgendwo, also direkt bei der Karte. Das ist eben die neue Karte. Es gibt noch Hirschfelden. Also wir starten hier unten und man muss eben die ganzen Sachen hier entdecken. Und ich befinde mich jetzt gerade an einem Außenposten. Und an einem Außenposten können wir eben uns die Waffen hier kaufen. Wir haben oben, ich weiß nicht, ob ihr meinen Mauszeiger seht, ansonsten rechts neben der Uhr, oben links, da befindet sich dann unser Geld. In dem Fall 5.867. Und ja, die Sachen sind eben ein bisschen teuer und wir brauchen eben Punkte, um diese dann letztendlich freizuspielen. Und wir haben hier auf jeden Fall einen Hirsch, etwas männliches. Im Vergleich zu der Hunter finde ich das Spiel hier schwieriger, da wir auf Windrichtung achten müssen. Und ja, eigentlich uns gar nicht so großartig fortbewegen dürfen, weil wenn wir uns zu. Natürlich geht es nicht. Wenn wir uns zu schnell bewegen, dann machen wir Geräusche. Die Geräusche schrecken wieder die Tiere auf. Und ja, dann stehen wir eben dran und haben keine Tiere hier. Wir können auch im späteren Verlauf dann Hochsitze, also das sind eben immer wieder diese Punkte, die hier auf der Karte sind, diese Jägergebäude, da können wir dann hin. Das Ding können wir dann für Geld aufbauen. Kostet dann, ja, was habe ich bezahlt für eins? 2500. Also wir müssen uns auf jeden Fall gut überlegen, ob es sich lohnt, am Anfang die Sachen zu kaufen oder nicht. Ob wir lieber warten und uns Lockmittel kaufen, also sprich Lockpfeifen oder Duftstoffe. Ja. Waffen, wie gesagt, das dauert noch ein bisschen. Wir haben auch ein Fertigkeiten-System hier und die Vorteile. Vorteile sind dann auch unterschiedlich. Ja. Was habe ich denn bei Fertigkeiten? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, er hat das übernommen von meinem alten Spielstand, obwohl ich gesagt habe, neuer Spielstand. Ja, genau. Ich habe eigentlich neu angefangen, aber man behält sein Level. Okay, das ist schon mal. Das wusste ich jetzt auch noch nicht. So, jetzt müssen wir hier. Jetzt komme ich hier nicht drüber oder was? Multiplayer gibt es auch. Haben wir schon ausprobiert. Demnächst oder ja, später wird dann auf jeden Fall der Chopper mitspielen. Ja, und wir haben hier die, wie ihr gerade eben auf dem Handy gesehen habt, wir haben hier die Missionen, die wir erledigen müssen. Oder können. Dafür kriegen wir dann wieder EP. EP bringen uns dann wieder im Level weiter und wir können uns dann kriegen dann auch Belohnungen im Sinne von Geld und können uns dann neue Sachen davon holen. Ich schätze mal auch unten rechts ist unser Kompass und wenn mich nicht alles täuscht, zeigt das Grüne auf dem Kompass die Windrichtung an. Von der Theorie her. Also, ich habe jetzt erst
drei oder vier Spielstunden in dem Spiel, weil es ist ja, es ist halt nicht so einfach wie der Hunter. Auch wenn es der Hunter ist. Man sollte auf jeden Fall gucken, dass der Schuss auf jeden Fall gut sitzt und wir was treffen, was überlebenswichtig ist. Weil ansonsten kann das Viech eben ewig rumrennen. Das hatte ich nämlich jetzt auch schon ein paar Mal da. 100 Spuren da Erfolg bekommen, finden oder verfolgen sie 100 Spuren von einem Viech, was ich angeschossen hatte. Wir sehen dann auch später dann, wenn wir ein Tier anschießen. Oder wo war der jetzt? Scheiße. Vielleicht doch lieber hier waldtechnisch uns irgendwo reinstellen. Wir sehen auf jeden Fall auch noch unten ist unser Herzschlag. Dann das daneben ist, wie gut wir zu sehen sind. Das war ein Warnruf. Ja, geil. Und daneben ist die Geräuschkulisse, die wir verursachen. Ja, und das war's jetzt wahrscheinlich. Der wird uns gerochen haben oder gesehen haben. Dementsprechend ist er weg. Es wird wahrscheinlich einige Folgen dann geben, wenn ihr überhaupt Interesse an dem Spiel habt, an einem Let's Play. Es wird auf jeden Fall einige Folgen geben, wo wir wahrscheinlich gar nichts erlegen werden. Wie jetzt zum Beispiel die hier. Er warnt und warnt. Drecksau. Wenn ich dich sehe, dann bist du am Arsch. Die kommen oder die Bewertung ist wieder nicht so gut, sage ich jetzt mal. Also was ich zum Beispiel gelesen habe, war, dass einer ein richtiger Jäger ist und das Spiel sich geholt hat. Da vorne steht da was, links. Das ist ein Weibchen. Und er muss da oben irgendwo sein, ha? Er warnt sie, aber sie gibt einen Scheiß drauf. Weibchen brauche ich nicht, oder will ich halt nicht. Gehe ich gerade noch da vorne in die Dings rein. Die Tannen vor uns. Habe ich vielleicht einen besseren. Kann ich vielleicht ein bisschen besser sehen. Also ich muss schon sagen, das Spiel sieht einfach richtig, richtig geil aus. Ich habe gestern auch einen Screenshot erstmal gemacht. Und habe das ein ganz kleines bisschen bearbeitet und habe es hochgeladen. Wieder auf Steam. Das ist einfach. Also. Wie die Sachen zeitweise dann aussehen durch den Lichteinfall und alles ist halt echt richtig geil geworden. Und wir können auch bei Nacht jagen. Das ist auch was richtig geil ist. Ja, vorhin, deshalb habe ich neu angefangen. Vorhin, als ich nämlich gestartet habe, war es 22:53 Uhr, also im Spiel. Und da habe ich aber gedacht, ja, das können wir ja im späteren Dings machen, dass wir bei Dunkelheit jagen, aber am Anfang ist es vielleicht doch eher. Es bringt überhaupt nichts, was ich mache, aber ist ja egal. Am Anfang ist es vielleicht doch eher gut, wenn wir bei Tag unterwegs sind. Ja, war das jetzt nochmal ein Warnrufer?
Vorne ist eine Futterstelle, aber das Ding ist einfach, ich sehe dort nicht hin, weil die Büsche da davor stehen. Das ist ein bisschen blöd. Was auch anders ist im Vergleich zu dem normalen The Hunter, ist einfach das, dass die Tiere allgemein angriffslustiger sind. Also selbst ein Hirsch kann uns gefährlich werden. Und da hat sie so ganz kurz rumgeguckt, so, nein. Ja, selbst ein Hirsch kann uns gefährlich werden, der kann uns auch ordentlich hier eine reinhauen. Ah, okay, so sieht's unter der Map aus. So, die Stelle hier ist doch jetzt mal echt schön. Wir werden es ja gerade draußen, jetzt können wir nämlich hier ein bisschen gucken. Vielleicht haben wir ja nochmal Glück und es kommen doch mal Tiere hinzu. Falls ihr das gehört habt, das war mein Magen, der geknurrt hat. Oh. Habe ich das Richtige draußen? Da kommt was direkt auf uns zu. Oh nein, geh weg, das Weibchen. Nein. Scheiße. Blöde Kuh. Geh doch weg. Kusch. Die riecht uns jetzt gleich und schreckt auf. Und verscheucht mir wahrscheinlich alles. Es dauert nicht lang, dann sieht die uns. Oh, Mädel, geh doch jetzt einfach weg. Oder täusche ich mich gerade? Das ist doch ein Mädchen, also ein Mädchen sei jetzt schon ein weibliches Tier. Da hängt sie. Ja, weiblich. Wo ist dein Macker? Hast du den gelassen? Naja, vielleicht haben wir Glück und er kommt vielleicht trotzdem. Wobei die Windrichtung ist schon wieder richtig scheiße. Und leider bin ich noch nicht so weit, dass ich mir die Duftstoffe kaufen kann. Sie hängt immer noch. Warum ist denn das so unscharf? Ja gut, Freunde. Eine etwas ruhigere Folge
für den Anfang. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Gerne auch in den Kommentaren mich wissen lassen, habt ihr überhaupt Bock auf das Projekt. Ihr könnt auch gerne mir Vorschläge reinschreiben, wie es weitergeht soll. Also, wo ich gerne hier oder wo ihr gerne hättet, dass ich jag. Und dann versuche ich eben auf die Wünsche einzugehen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Die kommt dann wahrscheinlich am Donnerstag. Bis dahin, macht's gut, ciao.